weiß von den Panelisten, dass sie auch nochmal was fragen und was sagen wollen. Und wenn sie noch können, ja, ich habe noch ein bisschen Wasser in der ganzen Kiste. Ja, man kann mit einer Ankündigung zu machen. Ankündigung? Ja, wie gesagt, wenn ich es vergesse, dann werde ich und wenn und so weiter. Ja, soll ich oder sollst du? Du natürlich. Ja, also die haben hier natürlich hier Radio Frei, natürlich nicht nur hier auf der Bühne, sondern Radio Frei ist auch hier in Erfurt. Und morgen gibt es eine Exkursion zu Radio Frei. Und zwar treffen wir uns hier da vorne um 10.25 Uhr. Wer also morgen mit zu Radio Frei kommen möchte, etwa eine Stunde, und Radio Frei mal im Innenraum besichtigen möchte, ein paar Erfahrungen sammeln möchte, der kann sich einfach morgen um 10.25 Uhr hier von oder Aula einfinden. Kümmern wir uns mal die Schuldfrage, wer ist schuld, dass dieser Kongress hier in Erfurt stattfindet bei dieser Hitze? Das ist nämlich der Herr Schweiger, der Redakteur von Radio Frei, wo ist er? Aha, da ist er, ja. Mal einen kleinen Applaus. Ja, und wenn Sie noch mögen, wenn Sie noch können, nicht nur mit Herrn Schweiger, auch mit den Herren hier zu diskutieren, noch eine Frage zu stellen, dann können Sie das jetzt machen. Roman hat ein Mikrofon und dann können wir weiter diskutieren und Sie können Fragen stellen, wenn Sie möchten. So, dann Schlusswort von Herrn Dr. Fischer, würde ich gerne noch was Anschließendes sagen. Schönen Dank, alles. Ja. So, das Schlusswort von Herrn Dr. Fischer würde ich gerne noch was anfügen. Das kann ich nur unterstützen, dass Esperanto in jedem Einzelnen von uns sich auch durchsetzen muss. Ich habe in der ganzen Podiumsdiskussion hauptsächlich darüber gehört, was Esperanto sein könnte, was in der Zukunft möglich wäre, wenn. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Es wird viel zu wenig darüber geredet, was Esperanto heute, jetzt schon, für jeden, der den kleinen Aufwand leistet, diese Sprache zu lernen, bereits leistet. Ein kleines Beispiel, nur eine Anekdote. Meine Mutter hat mich auch immer verspottet darüber, als wir unsere Kinder noch klein waren, dass ich mit denen Esperanto spreche, bis dass sie mal dringend einen Kontakt brauchte zu einem alten Bekannten in Indien. Und sie hatte noch eine Telefonnummer, aber die galt scheinbar nicht mehr, hat sie die Auslandsauskunft angerufen und die haben tagelang versucht, die neue Telefonnummer rauszukriegen und haben das nicht hinbekommen. Sagte die mir das, sagte ich, warum hast du dich nicht gleich gemeldet? Ich setze mich am Computer, gehe in einen Chatraum, da war gerade zufällig ein indischer Esperanto-Sprecher und eine halbe Stunde später hatte ich nicht nur schon die neue Telefonnummer, sondern er hatte sich auch schon mit der Person unterhalten. Englisch sprechen bestimmt mehr als 1000-mal so viele Leute auf der Welt wie Esperanto, aber kein einziger von denen wird ihnen helfen, weil sie Englisch sprechen. Aber wenn sie Esperanto sprechen, dann haben sie die ganze Welt von den Leuten, die ihnen deswegen helfen und das müssen wir viel mehr herausstellen. Also, wir sollen lachen. Also, der Applaus bedeutet mir, dass es eine solidarische Gemeinschaft ist. Also, es sind auch verschworene Gruppe, wenn ich so sage, die sich auch helfen weltweit. Ein schöner Gedanke. Gibt es weitere Fragen, Anregungen? Ja, mich hat etwas gewundert, dass Sie hier auf dem Podium vier Männer, wie gesagt, im Gegensatz eines gewissen Alters versammelt. Und ja, das heißt, ist das etwa überrascht oder symptomatisch für Esperanto? Man sieht sich auch mal umschauen können. Es ist hier parallel zu dem Deutschen Esperanto-Kongress, läuft das sogenannte KEKSO. Das ist eine Kurzveranstaltung der Deutschen Esperanto-Gruppe. Da hätten Sie auch jüngere Esperanto-Sprecher gefunden und auch so sind hier auch Esperanto-Sprecher unterhalb des oder vor dem Lebensabend mitversammelt. Es wäre durchaus möglich gewesen, etwas mehr Diversity oder Diasetso auf dem Podium zu versammeln. Wir hatten kein Problem gewesen, das ist nicht systematisch für Esperanto. In jeder Wahl gehen, was man auch ist.
Vertrauen als jetzt. Ich möchte zwei kleine Details ergänzen. Das eine, Sie haben mich vorhin mehr oder weniger gewundert, dass man nach 8 Wochen schon Esperanto kann. Wir haben unter den Teilnehmern dieser Tagung ein junges Pärchen, die machen das erst seit 4 Wochen. Und ich habe mich mit dem heute mal gedacht, der eine Kollege ist dort hin. Und ich habe mich mit dem einen heute mal durchaus unterhalten können. Also es funktioniert sogar noch schneller, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Das Zweite, was mir hier ein wenig zu kurz kam, wir haben sicherlich alle sehr unterschiedliche Gründe, warum wir angefangen haben, Esperanto zu lernen. Aber was uns sicherlich auch alle verbindet, das ist der Spaß an der Sprache. Denn man kann mit der Sprache, mit Hilfe der Wortbildungshilfe, das ist auch nicht angesprochen worden, kurz angedeutet worden, man kann selbst Wörter bilden. Und zwar Wörter, die es in anderen Sprachen gar nicht gibt, aber die trotzdem einen Sinn ergeben. Und man kann mit Esperanto, wie gesagt, auch gar sehr schnell, genau das, was das Pärchen noch macht, man kann sehr schnell Erfolge erzielen. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe nach 4 Wochen meine ersten Mails geschrieben in aller Welt, bin noch nicht so lange dabei. Und zwar in die Mongolei, nach Kuba und nach Japan. Und diese Kontakte wären mit Englisch nie und nimmer zustande gekommen. Und das ist auch sehr wichtig, dass man mit Spaß lernen kann und mit Spaß sehr viel erreichen kann. Wichtiger Aspekt für den Spaß. Witze gibt es auch in Esperanto. Gibt es allerdings. Aber ich möchte hier einen Irrtum vorbeugen. Das mit den 8 Wochen, das ist eine Ausnahme. Und ich möchte davor warnen, und das ist leider verbreitet, dass Esperantisten behaupten, die Sprache ist so leicht, dass man in kürzester Zeit lernen kann. Das hängt erstens ab von der Intensität des Lernens, zweitens von deinem sprachlichen Hintergrund, von der Motivation, von vielen Faktoren. Es gibt Leute, die ich kenne, die nach 2 Jahren der Beschäftigung mit dem Esperanto immer noch nicht in der Lage sind, den Akkusativ richtig zu setzen. Also vorsichtig, vorsichtig, und ich bitte mich nicht zu zitieren, dass ich behauptet habe, nach 8 Wochen kann man Esperanto lernen. Das war eine Information dieses jungen Norwegers. Ansonsten ist es eine Fremdsprache. Und eine Fremdsprache muss man erlernen, auch Esperanto. Und das ist entscheidend, welches Niveau man dabei erreichen will. Also bitte, damit da kein Missverständnis auftaucht. Vollkommen richtig und gut, dass Sie das erwähnen, Herr Blanke. Weder ich noch die beiden Personen, die ich angesprochen habe, ob ich selbst, ich mache es erst seit 7 Jahren, weder ich behaupte von mir, dass ich es perfekt kann. Aber man kommt mit 4 Wochen Esperanto wesentlich weiter als mit 4 Wochen Englisch. Eine weitere Anregung oder Frage? Ja, ich habe einen Freund oder Bekannten, der als Schüler mäßiges Interesse an Sprachen hatte. Und das Interesse an Sprachen ist für den Sprachenlehrer alle ein Kreuz, nämlich dass die viel zu niedrig ist. Und dieser Mann hat später zufällig als Student Esperanto kennengelernt und gelernt und auch an vielen Treffen teilgenommen und hat durch das Esperanto viele französische Kontakte gewonnen und sehr fließend Französisch gelernt, nachdem er in der Schule Französisch überhaupt nicht mochte. Ein zweites, er hat durch die Esperanto-Kontakte polnische Esperantisten kennengelernt, sich auch in meine Frau mal verliebt, wenn ich es richtig interpretiert habe. Und er hat sehr flott polnisch gelernt, einfach durch den Kontakt. Das Kreuz des Sprachenunterrichts ist nämlich das, dass sie sagen, ja, Englisch, das braucht man. Aber Deutsch genügt mir sonst. Die anderen Sprachen fallen in Minuten durch, weil der Kontakt fehlt. Um eine Sprache lernen zu wollen, brauche ich die Motivation. Das heißt, ich brauche das Bewusstsein, die Sprache brauche ich. Wenn ich mich verliebe, dann brauche ich sie. Danke für das Statement. Gibt es weitere Anregungen und Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann
können Sie gerne weiter diskutieren. Sie sollen das tun. Der Kongress geht noch bis morgen weiter und Sie sind sicher auch noch ansprechbar. Und dann können Sie jedenfalls jetzt in keinem Kreis weiterreden, dann kommen wir zu unserem hohen Podium hier runter. Vortrag von mich gerne. Der Dr. Müller hat natürlich mal hingewiesen, dass die junge Generation hier fehlt. Also wir können uns nicht jünger machen, als wir sind. Aber was halten Sie davon, wenn Sie junge Leute interviewen? Warum beschäftigst du dich mit dem Esperanto? Welche Verbindungen hast du damit? Was hoffst du? Und so weiter. Also diese Fragen, die wir uns gestellt haben. Ich glaube schon, dass die jungen Esperantisten eine ganze Reihe von Fragen anders beantworten, als wir das vielleicht tun. Und das wäre auch interessant für Ihre Rundfunksendung. Also, fragen wir noch die jungen Leute. Das will ich ja mit einem Freitag weitergeben. Danke für die Anregung, danke für Ihr Interesse. Ich möchte mich nochmal für die Hitze von dem Schatten entschuldigen, das ist immer so. Also, kommen Sie wieder, wenn die Temperaturen ein bisschen normal sind. Vielleicht mögen Sie es ja auch. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Aufenthalt in Erfurt. Tauschen Sie sich aus. Bleiben Sie weiter interessiert. Und alles Gute für Sie. Einen schönen Abend.